Herzlich willkommen hier zur neuen Folge am Arsch. Hier gab es gerade Probleme. Der Fahrer wollte aufs Schneidwerk rauf und jetzt habe ich da ein bisschen lösen müssen. Wenn wir jetzt ein bisschen kurz helfen und dann werden wir weitermachen im Strom. Ne? Die erste Runde geschafft, das ist nicht viel. Ja, das ist nur ein Fahrzeug, das darf man nicht vergessen. Ne? Überlegen wir doch mal nächstes Mal mit zwei Fahrzeugen arbeiten, ob das dann so klappt mit Abfahren. Das weiß ich nicht. Ja, das klappt schon ganz gut und leuchtet hier. Wo ist die überhaupt? Jetzt sehe ich gerade keine. Ach, da vorne sind die zwei. Und hinten sind zwei. Und da haben wir reichlich von den Dingern, ne? Dann ist nur die halbe Breite. Ein ganz wilder Fahrer angefahren. Wer bist du? Zeig dein Gesicht. Na gut. Das machen die alleine. Strom ist auch da, aber wir warten, bis sie fertig sind. Sonst ist das nichts hier. Strohballen muss dazwischen liegen, da wird nichts. Die Aufnahme läuft. Okay, gehen wir zurück. Naja, ein großes Feld. Gut, der Kurs ist gespeichert und daher ist es nicht ganz so dramatisch. Ja, viele Strohballen haben wir hier. Aber das schaffen wir schon irgendwie. Wenn wir das Stroh eingefahren haben, dann können wir näher anfangen, Gedanken zu machen, vorbereiten mit der Aussaat. Denkt man, hier machen wir Raps rein, den drei Feldern. Wenn wir noch die Rapsmühle kaufen, würde es sich anbieten für nächstes Jahr. Ansonsten, da wo Gras ist, könnte man auch theoretisch früher noch mal mähen, zumindest bei den kleinen Feldern, bei den großen nicht. Da würde ich Getreide einbringen, aber wie gesagt, bei den Grasfeldern vielleicht Rüben oder sowas. Zuckerrüben, dass wir ein bisschen Zucker herstellen können. Zuckerfabrik steht mir so, ja, im Gedanken so, ne? Kaufen, bauen, aufstellen, wie man auch nennen will. Dass wir einen längeren, auf längere Sicht dann die Bäckerei kaufen. Das dachte ich mir so. Dass wir mit Bier nachher genug Geld verdienen, denn die Rohstoffe haben wir bald zusammen. Weizen haben wir schon gut geerntet, denke ich mal. Schauen wir in Lager rein. Weizen haben wir fast 400.000. Fast. So, und Gerste haben wir 70.000. Das ist schon nicht schlecht. Gerste kommt noch einiges zusammen. Vielleicht können wir noch ein Weizenfeld kaufen. Mal sehen. Gibt es da noch ein Weizenfeld, was wir uns leisten können? Weizenfeld ist ja so geltlich. Die 45 wären und 43 wären. Was kostet denn die 43? Wäre noch machbar, ne? Die 44, die ist heftig. Die 45, Entschuldigung, die 45, aber die 43 wäre noch bezahlbar. Mit der Bank reden, dann können wir die Bierproduktion richtig hochfahren. Ne? Aber erstmal die eine, die erste Feld abernten.
und dann sehen wir weiter. Das Stroh können wir alles verwenden, ja, spätestens für Pellets und so. So, auf Richtung Hof. Da haben wir eigentlich, machen die Tiere eigentlich, mal gucken, ne? Also, Schweinestall, der ist ja leer. Der sieht gut aus. Naja, gut ist gut, ne? Oh, die müssen Futter haben. Gut, das reicht noch für eine Weile, aber das ist der Nachzuchtstall, ne? Ne, das ist ja nicht, das ist der. Wir haben wieder, wir haben wieder Pferde gekriegt, oh je. Milchhof, ja. Viele, viele Kälber. Sehr viele Kälber. Unsere männlichen Tiere legen kräftig zu. Aber auch weibliche Tiere. Eventuell, wie alt sind die jetzt? 0,5. Also Kühe ungefähr ab 2 Jahre ungefähr. Männlich 150 Kilo. Hahaha. Na gut, hier. Männliche Tiere waren hier nie vorgesehen. MLS. Das ist so ein Wunsch für ein 22er Seasoned Standard von vornherein. Ja, gut. Schön wäre auch 3 von Kursplay. Ja, das wäre schön. Und ja, bei Season entsprechend Tiere in der richtigen Größe und vom Geschlecht her halbwegs, also dass kein Euter zu sehen ist, ne? Alles andere ist nicht so tragisch, aber Euter sollte man nicht zu sehen sein. Immer nicht in der Größe. Das lässt sich sicherlich machen, ne? Dass man den Tieren. Halt, dass die Beule halt woanders hinbringt, ne? Sag mal so. Zumindest bei den Tieren, bei den Rindern. Bei den Schweinen, die werden eh kastriert, also egal. Geh mal rein, du. Aber das ist gut. Dann haben wir dann gut für den Winter, ne? Dann können wir immer ein bisschen verteilen. Pelletsfabrik können wir eine hinfahren, ja. Das vergesse ich garantiert. 8 Minuten wird man noch schaffen. Eine Fuge haben wir noch. Einen haben wir noch. Aus dem Weiten ist wie Mais, aber in Dichten ist Raps. Nicht Raps. Hopfen. Das ist Mais. Und noch in jungen Jahren. Und wir haben jetzt jahreszeitmäßig später Sommer. Naja, Mais ist Mai, Norden eher auch im, naja, späten Juni ist das, das dauert eine Weile. Aber wenn Mais immer wächst, dann wächst das, ne? Sich verkeilt. Er wird noch eine Kreuzung, das ist schlecht. Ja. Befreit. Man muss aber erst einschlagen ganz rechts, dann geht's. So, da haben wir's. Wie gesagt, da wollen wir beginnen mit ja, eine Seemaschine voll machen oder zumindest herfahren wird schon voll sein normalerweise.
herfahren, hinstellen schon mal. Und dann ist es auch bald soweit. Dann können wir den Auftrag geben, beginnen mit der Aussaat. Und dann haben wir wieder einen Abschnitt fertig, ne? Aber wir haben noch ein großes Gerstefeld. Eins. Die 36 haben wir noch als Gerste. Und die 9. Und Raps haben wir auf 3 und 13. Das ist Mais. Und das ist hier Hopfen. Hopfen wird aber nicht reichen, denke ich mal. Wie immer. Muss ich nächstes Jahr sehen, dass wir ein bisschen mehr machen. Und das kann ja auch schon Herbst ausgesät werden. Glaube ich jedenfalls. Muss ich mir Tabelle verlassen, die Season angibt. Weil Hopfen kenne ich so nicht. Hopfen braucht eigentlich immer eine warme Umgebung, denke ich mal. Wächst ja viel in Bayern, ne? In Österreich habe ich schon viel gesehen. So, ein Feld haben wir noch. Das machen wir noch fertig und fahren da zur. Da fahren wir gleich rechts unter hier. Da wollen wir noch planieren. Darf ich nicht vergessen. Das darf ich nicht vergessen, da muss noch planiert werden. Sonst haben wir. Na, hier kommt wieder Gras rein. Also die kleinen Felder kommt wieder Gras. Das macht eher Sinn. Oder wir müssen einen kleinen Drescher kaufen. Der mit so einem kleinen Felder zurechtkommt. Wäre aber nicht produktiv für uns, ne? Sag mal, hoffe ich, das reicht aus hier. Ist das sicher schwarz, wo wir mal herfahren müssen. Sieht so aus, wird auch so kommen. Oder haben wir Glück, dass wir alle Ballen wegkriegen? Ja, so ein Glück habe ich nicht. Meistens nur einer oder zwei übrig. Ja, das reicht nicht aus. Das sind noch vier, sind mehr als vier. Na gut, aber es lohnt sich nochmal zu fahren, auch gesehen. Schlimmer wäre, wenn einer liegen würde, wäre schlimmer. Krab juckt. So, auf zur Pellerfabrik. Da fahren wir so lang. Das schaffen wir heute noch. Ne? Ja, schaffen wir locker. Wir wollen jetzt im Winter wieder was haben zum Heizen. Ne? Und die Produktion brauche ich auch eine Weile. So. Ja, der Raps gehört nicht mir. Der meine ist, er blüht noch nicht mal. Habe ich zu spät ausgesät im Herbst. Auf, keine Ahnung, Frühjahr war, weiß gar nicht genau. So, dann fahren wir einen weiter, noch eine Straße. Hier kommen wir zum Händler hin. Fahren wir durchs Ort, ne? Durch den Ort hier. Mal sagen, ob wir da sind. Hier, da, hup, hup. Karte nicht. Ton hängt schon hinterher. Oh. Jups, wir sind ein bisschen verkehrt. Aber um die Ecke fahren wir gleich rum. Da ist ja, ach, da haben wir noch
Da noch Paletten zu stehen. Mein Gott, nee. Noch Anhänger. Säge weg auf Holz, aber du. Das schaffst du ja gar nicht. Ist nicht möglich. Aber hier kommen wir jetzt hin. Wir liefern heute mal erste Mal Produktion nach langer Zeit. Wollte erst mit Kurzleer alles fahren. Wäre auch gegangen. So, da musst du hin. Fleißig. Die Jungs können wieder arbeiten, können sich freuen. ...288.000 war das gewesen. So, liebe Schauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. War eine schöne Woche. Letzte Woche waren sehr erfolgreich. Auch ein Dank an euch. Ihr habt es möglich gemacht. Ja, dann sagen wir tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.